Mann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzeschneller Colt, ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein, er wird der Sieger sein. So schnell hinterher ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, es bleibt euch nicht viel Zeit. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und leger ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Es lebe Lucky Luke, bei Not am Mann ist ein Mann genug, und das ist Lucky Luke. Bam, 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 bam. Wo ist dieses Gefängnis geblieben? Es muss sich versteckt haben, wir Hunde verlaufen uns nie, aber wir werden leicht hungrig. Oh, da ist ja ein netter Mann. Vielleicht gibt er mir einen Knochen, wenn ich ihn freundlich begrüße. Och, der arme Mann sieht ja scheußlich aus. Na, sowas? Ein Hundevieh! Was um alles in der Welt tust du hier draußen in der Prärie? Er muss sich verlaufen haben, Vernon. Bring ihn mit rein, dann kann er mit uns zusammen essen. Denk doch bloß, Annabelle, unser erstes Essen aus eigener Ernte. Es ist wunderbar, Vernon. Kartoffeln, Mais, Salat und Tomaten. Ich wünschte, Sie hätten ein paar Knochen angepflanzt. Und da sagen Sie immer, man könnte keinen Bauernhof haben im Land der Rinder. Das klingt nach einem Unwetter, Vernon. Ein Glück, dass ich reingekommen bin, bevor es regnet. Gütiger Himmel, das ist kein Gewitter, sieh doch nur. Es ist eine Rinderherde. Schaffen Sie diese Viecher runter von meinem Land! Ich habe einen Vertrag für dieses Grundstück! Wie schade, dass die Rindviecher nicht lesen können. Das hier ist Rinderland, merkt ihr das? Und kein Bauernland. Ihr Rohlinge, was habt ihr mit meinem Mais gemacht? Tut mir leid, altes Mädchen. Wenn Sie sich beschweren wollen, gehen Sie zu Cass Casey in Cow Gulch. Ja, das ist seine Herde. Das werde ich auch. Darauf könnt ihr euch verlassen. Komm, mein Hundchen, wir reiten nach Cow Gulch. Wo ist denn das Hundevieh geblieben? Ich hoffe, die beiden netten Leute sind nicht böse, dass ich mit den großen Tieren zum Spielen auf die Wiese gegangen bin. Bei dieser Präriesonne dreht man wirklich langsam durch. Warum sieht dieses Kalb denn genauso aus wie der Köter Rantanplan? Ich brauche einen Drink. Also, mir reicht's. Diese Spielkameraden haben ein Temperament, ich verdurste. Hast du auch so einen Durst? Ja. Oh. Ja. Oh, es lag wohl doch nicht an der stechenden Sonne. Es ist Rantanplan. Noch einen Stapel Steaks, Mr. Casey? Hätte nichts dagegen, mein Sohn. Mr. Casey, Sir. Ja, das stimmt. Cass Casey ist mein Name und Rinder sind mein Geschäft. Ja, und deshalb bin ich hier, Sir. Sehen Sie, Ihre Herde hat mir gerade die ganze Farm zertrampelt. Farm? Es gibt keine Bauernhöfe auf Rinderland. Meinen schon. Ich habe ihn von der Regierung gekauft. Hier ist die Urkunde. Soll ich dir, mickrigem Ackergaul, mal zeigen, wie wir mit Bauern umgehen in Kalgulz? Ja! Hört sich ziemlich einstimmig an, Farmer. Nein. Sie denken anders darüber als Cass Casey, Fremder? Wenn Sie mir verzeihen, dass ich mit vollem Mund rede, ja. Sie haben noch eine Chance, das sofort zurückzunehmen. Ich heiße Lucky Luke und hier sollte man lieber das Steak zurücknehmen, es ist zäh. Zäh? In Cow Gulch ist das eine Kampfansage. Zieh! Sie sind nicht so hart wie Ihre Steaks, Casey. Das nächste Mal überlegen Sie sich's besser, ob Sie mich beim Essen stören. Warte, wir sind noch nicht fertig, Cowboy. Ach was, ich bin fertig. Meine Rechnung. Bitte und herzlichen Dank.
Ich begleite Sie wohl lieber zurück zu Ihrer Farm, Mr. Phelps, Vernon Phelps. Und ich möchte Ihnen vielmals danken, dass Sie mir so tapfer beigestanden haben, Mr. Luke. Da schau her, das ist mein alter Freund Lucky Luke. Na, der wird eine Freude haben, wenn er mich sieht. Sieht so aus, als müsste ich mich nochmal bei Ihnen bedanken. Sie haben meinen armen, verirrten Hund gefunden. Rand an Plan. Während ich Vernon zu seiner Farm begleitete, erzählte ich ihm ein bisschen über Rantanplans Wanderlust. Wenn mir bloß mal einer erklären würde, warum er ausgerechnet immer in unsere Richtung wandert. Ich sagte Vernon und seiner Frau, dass ich nur wenig Zeit hätte. Aber sie bestanden darauf, dass ich zum Essen bleiben müsse. Also wir bestehen einfach darauf, dass Sie zum Essen bleiben, Mr. Luke. Wirklich sehr freundlich von Ihnen, Ma'am. Mais, Erbsen, Kartoffeln. Alles aus eigener Ernte. Irgendwo müssen hier doch auch Knochen wachsen. Und zum Nachtisch frisch gebackener Kürbiskuchen. Oh nein, schon wieder diese Rinder. Das ist wohl die Vorspeise. Die schmeckt aber lecker. Bleiben Sie hier. Ich werde mich mal darum kümmern. Es gibt Arbeit für uns, Jolly. Ich wünschte mir, er würde solche Neuigkeiten etwas früher anmelden. Ja. Nur zu, meine Rinderchen. Wir treiben sie mitten durch, Sam. Keine Sorge, Bart Cascade. Sie zahlt gut dafür, dass wir die Farm plattwalzen. Haltet mal an, Jungs. Hier geht zu weit. Das ist wieder dieser Störenfried Lucky Luke. Na und? Den erledigen wir. Wer hat uns erledigt? Mit einem Schuss? Ja, lass uns lieber verschwinden. Hey, Partner, ihr habt eure Herde vergessen. Hä? Ich schick sie euch zurück. Yippie! Juhu, yippie! Die Jungs müssten bald wieder da sein. Was? Sie werden es nicht glauben. Ich weiß alles. Die Farm ist hin. Habe ich recht? Nein. Ich hoffe, ihr beiden Helden könnt mir das genau erklären. Ja, und zwar in zwei Worten. Lucky Luke. Jetzt gibt es Krach. Das bedeutet Krach. Das sind wirklich Hundefreunde, sonst muss ich um die zweite Portion immer betteln. Du musst dich beherrschen, Vernon. Nichts da, Annabelle. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir uns die Rinderherden von Cass Casey vom Halse halten können. Stacheldraht. Stacheldraht? Ja, Stacheldraht. Stacheldraht? Stacheldraht? Sowas wie Stachelbeeren? Gibt's den zum Nachtisch? Da muss ich Sie aber warnen, Vernon. Stacheldraht auf offenen Weideplätzen, das mögen die Rinderzüchter überhaupt nicht. Da kriegen Sie Probleme. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Hilfe, Luke. Ach, und jeder von uns weiß schon, was er jetzt wieder sagen wird. Ja, ich helfe Ihnen gern. Dieser Cowboy hat ja ein so weiches Herz. Ich wusste, dass es in Kaugurtsch keinen Stacheldraht geben würde. Also versuchten wir es in der Umgebung. Aber schon, wenn wir das Wort Stacheldraht nur in den Mund nahmen, war es aus mit der Freundschaft. Stacheldraht! Traut euch nicht nochmal her! Und wo wir auch hinkamen, überall gab's die gleiche Antwort. Was wollen Sie, Stacheldraht? Sind Sie verrückt? Das ist hier Rinderweideland. Stacheldraht scheint noch seltener zu sein als ein Knochen auf dem Hof der netten Leute. Wir haben die ganze Gegend abgesucht. Es gibt weit und breit keinen Stacheldraht. Ich glaube, wir müssen es weiter draußen versuchen. Ich fahre mal rum und sehe, was ich tun kann. Viel Glück, Mr. Luke. Ich fuhr kreuz und quer, Land auf, Land ab. Aber es war nichts zu machen. Er fährt immerhin, aber ich kann die Karre laufend durch den Dreck ziehen. Zu guter Letzt kamen wir nach Soapbuster City. Da war weit und breit kein Rinderzüchter zu sehen. Da haben Sie Glück gehabt. Hier wird sonst sehr selten Stacheldraht verlangt. Habe ich mir schon gedacht. Sie haben mir sehr geholfen. Wiedersehen. Gute Heimreise nach Kaugulch. Cass Casey wird für diesen Tipp sicher etwas springen lassen. Telegramm! Telegramm für Cass Casey! Das bin ich, Freund. Bitte quittieren.
Hey, Sohn, hier ist dein Trinkgeld. Oh, danke. Gibt es auch Steaksoße? Von meinem Verbindungsmann in Sodbuster. Cowboy im Wagen zu Ihnen unterwegs. Stopp. Transportiert Rollen Stacheldraht. Stopp. Ihre Männer sollen ihn stoppen. Stopp. Schicken Sie mir Geld. Nicht stoppen. Sam, Bart, nehmt ihn in Empfang. Wird gewacht, Boss. Das muss er sein. Ja, das ist unser Mann. Er versucht abzuhauen. Ich schneide ihm den Weg ab. Anhalten, Kuhtreiber! Das ist ein Medizinmann. Oh, ich dachte, ihr seid Banditen. Und wir dachten, du bist jemand anders. Huck, sehe ich so aus wie ein armer, einsamer Cowboy? Nein, verschwinden wir, Sam. Ja, warten wir einfach auf den nächsten Wagen. Lucky Luke kann nicht mehr weit sein. Es ist unser Wagen, aber wer hat ihn gefahren? Wer ist das? How? Ich bin es, Lucky Luke. Ah, Lucky Luke hat mir einen Truthahn mitgebracht. Bitte, alles voll Stacheldraht. Sie haben es tatsächlich geschafft. Ach, es war nicht so schwer. In kurzer Zeit hatten wir das ganze Grundstück eingezäunt. Jetzt sollen Sie mal kommen. Es ist alles eingezäunt. Das verdanke ich Ihnen, Luke. Danken Sie mir nicht zu früh. Stacheldraht in der Prärie macht Schwierigkeiten. Das ist der längste Überfall, an dem ich je beteiligt war. Ja, dieser Cowboy nimmt sich wirklich reichlich Zeit. Diesmal muss er es sein. Ich schneide ihm den Weg ab. Anhalten, Kuhtreiber! Du? Bist du das, Boss? Wer denn sonst, du Büffelhirn? Was habt ihr beiden hier zwei Tage lang getrieben? Was du uns befohlen hast, Boss. Wir haben auf diesen Kuhtreiber gewartet. Der hätte schon gestern hier sein müssen. Los, wir schauen mal bei der Farm vorbei. Es ist völlig ausgeschlossen, dass der Cowboy bei uns vorbeigekommen ist. Sauerei, der Kerl hat sich an uns vorbeigeschlichen. Keiner spannt Stacheldraht über den Weg von Cass Casey. Den kaufen wir uns. Hallo. Stell Kaffeewasser auf, Annabelle. Wir kriegen Besuch. Ja, sehr schlimmen Besuch. Ich werde diesen Bauernlümmel zeigen, wer hier der Boss ist. Was ist denn hier los? Bravo, Mr. Luke. Sie haben drei Männer entwaffnet mit einem Schuss. Ja, ich wollte Munition sparen, Ma'am. Ich denke, die werden wir noch brauchen. Sparen Sie Ihre Munition, Luke. Die werden Sie noch brauchen. Cassys Drohung war wirklich kein Anlass, fröhliche Feste zu feiern. Aber die Vernons wollten gern für ihre Nachbarn eine kleine Party geben. Nein, ich bin überhaupt nicht in Stimmung. Ja. Do, re, mi, fa, so, da, li, do. Darf ich Sie um diesen Tanz bitten, Mr. Luke? Nun, sehen Sie, Mr. Luke, es geht ganz leicht. Ja, ich weiß nicht. Hoffentlich fordert mich keiner zum Tanz auf. Ich habe zwei linke Hufe. Diesem Narren werde ich schon beibringen, dass man die offene Prärie nicht einzäunt. Wenn ich das Signal gebe, treibt ihr die Herde durch. Was ist das Signal, Sam? Na, was wohl? Der Boss macht natürlich Mu, wie eine Mu-Kuh. Ich bin sofort fertig. Dann gehe ich auf die Seite und dann gebe ich das Signal. Oh nein, das ist noch nicht das Signal. Das ist das Signal. Treib sie durch. Sowas, damit haben wir aber nicht gerechnet. Mr. Casey kommt zu Besuch auf unsere Party. Nein, ich komme nur mal so vorbei. Das wird diesen Bauern eine Lehre sein. Niemand kann Caseys Herde aufhalten. Nicht einmal ich. Oh, alles ist zerstört. Warum haben Sie das getan? Unsere Farm, das haben wir nur diesem Cass Casey zu verdanken. Für einen Hund bellt er aber reichlich komisch. Ach ja.
Aber alle Achtung, das musste man den Vernons lassen. Sie ließen sich durch keinen Viehzüchter von ihrem Land vertreiben. Ich sag dir, kein Viehzüchter wird uns von unserem Land vertreiben. Das Farmhaus stand bald wieder da, schöner als vorher. Ein paar freundliche Nachbarn hatten dabei geholfen. Wie wäre es denn jetzt mit einem Stück Kürbiskuchen? Da sage ich nicht nein. Na sieh mal da, hier gibt's ja doch so etwas wie einen Knochen auf der Farm. Das schmeckt aber ganz schön ranzig. Da nehme ich doch lieber ein Stück Kuchen. Wir Bauern müssen uns alle wehren gegen Keskesi und seine Helfer. Immer wieder nett, die Leute, aber auch immer wieder auf den Kopf. Vernon hat recht. Ja, wir müssen endlich lernen, uns zu verteidigen. Und da schließe ich doch gleich eine Wette ab, wer ihr Lehrer sein wird. Also los antreten, Männer. Und Damen. Ich will erst mal sehen, wie gut Sie schießen können. Zielen Sie auf diese Blechdosen. Ich glaube, die Ballerei überlassen Sie lieber mir. Gehen wir jetzt an die Lassoarbeit. So, und jetzt versuchen Sie mal, das Tier einzufangen. Ah, da fühle ich mich ja direkt geschmeichelt. All die netten Leute wollen mit mir Gassi gehen. Na, ich fürchte, das wird länger dauern, als ich dachte. Lassen Sie sich Zeit und zielen Sie in aller Ruhe. Na ja, war schon mal näher dran. Tja, wenn einer ruft Freiwillige vor, dann tritt man besser einen Schritt zurück. Während die Bauern den Umgang mit dem Lasso übten, übte sich Keskesi in der Formulierung eines Telegramms. Schicken Sie diese Nachricht an meine Freunde, die Rinderbarone Chops Murphy und Sirloin Waldo. Das mache ich, Sir. Kommen Sie nach Cowgulch und bringen Sie Ihre Herde mit. Stop. Es gibt ein paar Farmen platt zu walzen. Stop. Das geht sofort in Ordnung, Mr. Casey. Und vielen Dank für das Steak. Inzwischen war es auf der Farm der Phelps so ruhig geworden, dass ich dachte, ich könnte in Ruhe weiterziehen. Wisst ihr, Leute, es ist so ruhig hier, dass ich glaube, ich kann ruhig weiterziehen. Na, das hoffe ich aber auch. Hier ist mir zu viel Betrieb. Mal sehen, ob dir der Sattel noch passt. Gütiger Himmel, ein Erdbeben! Ein Sandsturm! Nein! Heißt das etwa? Ja, Rinder. Jede Menge Rinder. Warum ziehen die alle in Richtung Cow Gulch? Weiß ich nicht, aber ich werde es bald wissen. Meine Güte, das ist aber toll, Kühn Luke. Annabelle hat recht. Wenn dich die Burschen von Keskesi erwischen, dann ist es aus mit dir. Das wird so schlimm nicht werden. Du meine Güte. Sie werden mich nämlich nicht sehen. Zu Ihnen kommt Hamburger Jones, Rinderzüchter, mit seiner Herde. Das sehe ich aber gar nicht gern. Warum geht denn Lucky Luke nicht mit mir spazieren? Als ich nach Cow Gulch reinschlenderte, machte die Stadt ihrem Namen wirklich alle Ehre. Ich dachte mir, dass ich die Rinderzüchter wohl im Café treffen würde. Na, Jolly, ich denke, die Rinderzüchter treffen sich alle im Café. Du weißt, was zu tun ist, ne? Ja, ich weiß, was zu tun ist. 2 Stunden in einer heißen, staubigen Gasse stehen und warten, bis er aus dem Fenster springt. Und diese Bauern haben die Frechheit, Stacheldraht über unsere offene, freie Prärie zu spannen. Stacheldraht? Genauso fassungslos wie ihr war ich auch. Was trinken Sie, Fremder? Limonade für mich und eine Schüssel Milch für meine Herde. Was für eine komische Herde soll denn das sein, Partner? Nur eine kleine. Also, ich denke, wenn wir alle unsere Herden zusammentun, dann können wir diese störrischen Bauern aus unserem Gebiet hinausfegen. Wir stehen absolut hinter dir, Cassie. Was sagen Sie dazu, Kleinunternehmer? Ich sage... Oh, Lucky Luke! Lucky Luke? Wer ist Lucky Luke? Völlig egal, schnappt ihn euch! Schnappt ihr ihn, ich kann ihn nicht sehen! Hau ab, kleines Sprengensfeld, das wird brenzlig. Ich kümmere mich selbst um den Kerl. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist die 3. Pistole, die ich in dieser Geschichte schon verloren habe. Entschuldigen Sie, meine Herren, aber mein Pferd wartet. Oh, das falsche Fenster. Tja, welches Fenster hat er nicht gesagt?
höher, Jolly! Ein bisschen mehr Galopp und ein bisschen weniger Gelächter. Sag mal, ist das nicht Lucky Luke? Na und ob, und er haut ab! Vergesst ihn! Wir walzen ihn und seine Bauern platt bei unserem großen Viehtrieb morgen nach Sonnenaufgang. Die Farmer reagierten alle auf die gleiche Weise, als ich ihnen von Caseys gemeinem Plan erzählte. Was? 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 Nanu, sag doch schon. Was? Was? Aber da müssen wir doch irgendwas unternehmen. Ja, ich habe einen Plan, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, Jungs, es wird Tag. Jetzt setzt die Herden in Bewegung und ihr kommt erst wieder zurück, wenn von den Bauernhäusern nichts mehr übrig ist. Okay, Boss. Boss, wir haben ein großes Problem. Stacheldraht! Ja, die ganze Stadt haben sie eingezäunt. Stacheldraht kann uns nicht aufhalten. Dafür gibt es ein Gegenmittel. Ja, wir haben Drahtscheren. Jetzt nicht mehr. Das war ein guter Wurf, Annabelle. Deine auch, Vernon. Na was, wir schneiden den Draht selber durch. Nein, das werden sie nicht. Yippie, wir haben was gelernt. Boss, wir sitzen in der Falle. Ich wette einen Stapel Steaks, dass wieder dieser Lucky Luke hinter der Sache steckt. Ja. Yeah. Das habe ich gewusst. Und ich gebe dir genau 30 Sekunden, um diesen Farmern zu sagen, sie sollen schleunigst verschwinden, sonst knallt's. Nein. Überlegen Sie in Ruhe, Luke. Ich habe meine Uhr bei mir. Probieren kann man's ja. Verdammt, das war die vierte Pistole, die er mir kaputt gemacht hat. Also ich höre jetzt langsam auf zu zählen. Vielleicht haben Sie jetzt endlich ein Einsehen, Cassie. Warum sollte ich? Weil Ihre Herden kein Gras mehr zum Weiden haben. Er hat recht, Cassie. Fressen müssen die Viecher. Eine verhungerte Herde ist keinen Sack Bohnen wert. Ich dachte, dass Sie so denken würden. So, mein Freund Vernon Phelps hat Ihnen jetzt etwas zu sagen. Meine Freunde, mir scheint, dieses große, weite Land ist groß genug für uns alle. Für die Rinder zum Weiden, für die Bauern zum Säen, für die Vögel zum Singen. Für die Blumen zum Blühen, für die Hunde zum Fröhlichsein. Oh, er denkt auch an mich, er hat mich erwähnt. Und für die Freiheit der Pferde. Der Typ sollte Politiker werden. Respektieren Sie unsere Bauernhöfe, dann können Ihre Herden auf unserem duftenden grünen Gras weiden. Reichen wir uns die Hände, dann wird es Frieden geben und Wohlstand und Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Aufhören, aufhören! Ich bin dafür, wir sind alle dafür! Yippie! Zerschneidet den Draht! Weg mit dem Draht! Ja, zerschneidet den Draht! Geschafft! Grünzeug mag schon in Ordnung sein, aber ich wünschte dennoch, ich könnte einen Knochen finden. Vernon, wir haben noch nicht dem Mann gedankt, der den Frieden auf der Prärie gestiftet hat. Tja, unserem lieben Lucky Luke. Wo ist er denn hin? Einsamer Cowboy, bist so weit, weit von zu Haus. Überall hast du Freunde, willst nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch viele Meilen lang. Reite weiter, immer weiter, in den Sonnenuntergang. Armer Cowboy, bist so weit, weit von zu Haus. So weit, so weit.